Wir beschäftigen uns jetzt heute mit der Übung zum Übungsblatt, zum letzten. Was war denn die erste Aufgabe? Naja, da gab es eine schöne Beschreibung für ein Zustandsdiagramm, in dem bestimmte Sachen rauszulesen waren. Hier sind jetzt erstmal die Übergänge zwischen den Zuständen dargestellt. Das heißt, wir haben so einen Zustand, dass eine Übungsaufgabe irgendwie erstellt werden kann. Es gibt also einen Übergang zwischen Zuständen, die irgendwie dieses Erstellen modelliert. Diese Aufgabe kann dann auch aktualisiert werden, nachdem sie erstellt wurde. Und sie kann auch wieder gelöscht werden. Außerdem kann man Lösungen zu diesen Aufgaben einreichen und werden verschiedene Testfälle durchgeführt, wenn diese Lösung eingereicht wurde. Und das gelöscht hatten wir hier oben auch schon. Das ist einmal, dass die Aufgabe, also hier oben war es die Lösung, nee, hier war es die Aufgabe, die gelöscht werden kann. Hier unten ist die Lösung, die gelöscht werden kann. Das heißt, da waren zwei unterschiedliche Übergänge, die zu modellieren waren. Was gab es jetzt noch in diesem Text? Wir hatten noch ein paar Bedingungen, die man dort sich anschauen konnte. Zum einen, dass die Aufgabe nur dann erstellt werden kann, falls sie noch nicht existiert. Das deutet auf sogenannte Guards hin, also Bedingungen für die Zustandsübergänge, die wir gerade eben festgestellt haben. Und sofern noch keine Lösung eingereicht wurde, kann sie auch aktualisiert und wieder gelöscht werden. Das heißt, das ist auch eine weitere Guard, die wir haben. Eine etwas komplexere Geschichte ist das hier unten. Alle Tests bestanden wurden oder nicht, bedeutet eigentlich, dass hier zwei verschiedene Verzweigungen sind mit zwei unterschiedlichen Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Genau. Was haben wir noch? Ja, jetzt schauen wir uns mal an. Das sind vermutlich, oder die für uns erstmal dargestellten Zustände, die wir jetzt modelliert haben. Das ist aber auch nur eine mögliche Lösung. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sie dieses Zustandsdiagramm umgesetzt haben. Und die Tutoren sind auch angewiesen, dass sie dies, sofern es korrekt ist, was sie dort modelliert haben, auch zulassen. In unserer Modellierung ist es jetzt so, dass man eine Übungsaufgabe erstellen kann. Also das ist ein Zustand, den wir haben. Wir haben einen Zustand gelöscht von einer Übungsaufgabe. Wir haben einen Zustand Lösung eingereicht, was auch gleichzeitig, wie Sie gleich sehen werden, der geforderte hierarchische Zustand ist. Denn innerhalb dieser Lösung eingereicht, dieses lösungseingereicht Zustand, gibt es noch zwei unterschiedliche oder drei unterschiedliche Zustände. Einmal, dass eine Prüfung angestoßen wird und dass diese Prüfung erfolgreich war oder auch, dass diese Lösung abgelehnt wurde. Das sind jetzt erstmal die Zustände, die wir eigentlich jetzt erwartet haben. Es gibt aber auch noch andere Modellierungen, die vielleicht komplexer oder andere Benennungen haben. Das ist dann auch okay. Was können wir jetzt noch hier rauslesen? Wir haben jetzt hier noch das Lösung gespeichert und das gelöscht hier unten. Das sind Aktionen, die während eines Zustandsübergangs durchgeführt werden sollen. Das heißt, wenn man jetzt hier eine Lösung einreicht, dann soll währenddessen die Lösung gespeichert werden. Und das Löschen soll natürlich gleichzeitig auch dazu führen, dass die Lösung, die man eingereicht hat, auch wirklich gelöscht wird. Das heißt, dass diese Methode gelöscht aufgerufen wird. Jetzt gibt es noch eine weitere Sache, die man hier noch rauslesen kann. Hat jemand eine Idee? Oder sind wir schon nach den 15 Minuten? Ja, eigentlich schon, ne? Mist. Bastian, du hast zu lang gemacht. Ich weiß nicht. Gut. Also, was haben wir hier noch? Wir können noch die sogenannten Eingangsaktionen bestimmen. Das sind diese gelben Sachen jetzt hier. Die Empfangsbestätigung, die versendet wird, sobald man eine Lösung eingereicht hat. Das heißt, es ist ein Unterschied zu dem hier oben, was durchgeführt wird, sobald man einreicht. Denn diese Empfangsbestätigung wird erst dann versendet, wenn die Lösung eingereicht wurde. Das heißt, sobald man in diesen Zustand übergegangen ist. Und die Akzeptanzmeldung und die Fehlerlogdatei, die versendet werden, sind jeweils die beiden Eingangsaktionen von den zu Lösung angenommen und zu Lösung abgelehnt Zuständen. Gut, und jetzt haben wir noch eine andere Sache, die, glaube ich, auch im Forum kurz diskutiert wurde und nicht ganz klar war. Das ist das hier unten. Die Aufgabenabwicklung beendet. War vielleicht nicht ganz klar formuliert, war aber bewusst so gewählt, weil wir ein bisschen fordern wollten, dass sie da kreativ werden. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, dies zu modellieren. Entweder man macht das Ganze über ein direktes Beenden von der Aufgabenabwicklung, also von diesem gesamten Diagramm. Oder man macht noch einen weiteren Zustand, der die Aufgabe gelöscht darstellt und dann einen Epsilon-Übergang, der dann zu dem Endzustand führt. Das sehen wir aber gleich noch. Gut, jetzt haben wir so ziemlich alles, was wir aus dieser Beschreibung herauslesen können und wir schauen uns mal an, wie das Ganze jetzt möglicherweise aussehen könnte. Hier ist mal eine Lösung dargestellt. Was sehen wir nun hier? Wir haben jetzt die typischen Elemente eines Zustandsdiagramms, Eingangsknoten und den Ausgangsknoten.
und dann Zustände dazwischen. Jetzt haben wir hier einmal den Zustand Aufgabe existiert nicht und dann den Übergang, dass es eine Aufgabe gibt, die existiert. Und dann sieht man hier diese Guards, die ich eben schon beschrieben hatte. Das heißt, hier oben bedeutet, dass dieser Übergang hier nur dann aufgerufen werden kann, wenn die Lösung nicht existiert. Wenn wir jetzt in diesem Aufgabe existiert Zustand sind, können wir natürlich jetzt auch die Lösung einreichen. Und jetzt sieht man hier auch die eben besprochene Aktion, die dann ausgeführt werden soll. Die schreibt man so darunter, mit dass die Lösung gespeichert werden soll, sobald sie, während sie eingereicht wird. Und hier, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schlecht lesbar, sieht man für diesen hierarchischen Zustand Lösung eingereicht auch eine Eingangsaktion, nämlich das versende Empfangsbestätigung, was ausgeführt wird, sobald man in diesen Zustand hineingerät. Was jetzt hier diese Hierarchie bedeutet, ist, dass sobald man jetzt in diesen Zustand eintritt, die Ausführung hier weitergeht. Also man sich erstmal in dem Prüfung ausstehend Zustand befindet, der wiederum auch eine Eingangsaktion hat, nämlich dass die Tests wirklich angestoßen werden. Und wir haben wieder zwei Bedingungen. Einmal, dass die fehlgeschlagenen Tests gleich null sind, das heißt, die Lösung wird angenommen. Und wir können die Akzeptanzmitteilung versenden oder aber auch, dass die fehlgeschlagenen Tests größer 0 sind und dementsprechend mindestens ein Test fehlgeschlagen ist und somit die Lösung abgelehnt wird und wir das Fehlerlog versenden können. Jetzt haben wir hier noch die Variante mit einem Aufgabe-Gelöscht-Zustand, der jetzt in dem Fall optional ist, weil man auch, wie gesagt, noch eine andere Methode modellieren kann. Benutzt man aber diesen Zustand, braucht man diesen Epsilon-Übergang. Weiß jemand noch, was dieser Epsilon-Übergang ist? Wer hat noch aufgepasst? Wer weiß das noch? Oder warum heißt der Epsilon-Übergang? Ja? Nochmal, ich habe die Akustik. Der Kommilitone hat gesagt, es ist ein Übergang ohne Konditionen. Was ist dann das Besondere daran? Also dadurch, dass er keine Konditionen hat. Okay, also worauf ich hinaus will, ist, dass er halt dann einfach irgendwann erfolgen kann, sobald man in diesem Zustand ist. Da es aber auch aus diesem Zustand keinen anderen Übergang mehr gibt, ist es klar, dass man von diesem Aufgabe-Gelöscht-Zustand irgendwann zur Beendung des Diagramms führt. So. Kurze Frage, wer von Ihnen hat denn die Bonusaufgabe gemacht? Wer fand sich schwer? Okay, das Ergebnis habe ich erwartet, weil wenn man zu dieser also wenn man sich einmal die Mühe gemacht hat, diese Aufgabe so zu modellieren, ist es tatsächlich nicht mehr so schwer, den einen Punkt für die Bonusaufgabe abzuholen. Denn was sollten Sie in der Bonusaufgabe tun? Sie sollten diese Hierarchie auflösen. Was muss man jetzt tun, um diese Hierarchie aufzulösen? Naja, wir haben hier unten drei Zustände und man landet immer, wenn man hier reinkommt, in diesem ersten Zustand. Das heißt, wir müssen vermutlich diese Kante hier runterziehen und müssen uns jetzt überlegen, was passiert, wenn man denn dieses entferne Lösung aufruft. Naja gut, da das bei allen drei gleich ist, landen wir einfach immer, wenn wir entferne Lösung durchführen, wieder in dem Aufgabe existiert Zustand. Und das war eigentlich auch schon alles, was für die Bonusaufgabe zu tun war. Genau. Gibt es, noch eine Sache muss man natürlich dann noch modellieren, denn wir hatten ja eben diese Eintrittsaktion von dem Lösung einreichen Zustand. Die müssen wir jetzt natürlich dann auch an die Kante schreiben, weil sonst würde diese nicht ausgeführt. Das heißt, die Empfangsbestätigung müsste dann dort durchgeführt werden. Das modelliert nicht mehr so ganz das, was wir vorher beschrieben haben, weil wir nicht mehr dieses nach dem Einreichen haben, ist aber trotzdem korrekt soweit. Ja? Ja, also der Kommilitone hat gefragt, ob es nicht schöner wäre, diese Empfangsbestätigung hier in den, als Entry-Aktion für Prüfung ausstehen zu machen. Dann würde ich allerdings den Zustand umbenennen, weil das nicht mehr dieselbe Semantik dann ist. Ja, also kann man auf jeden Fall so machen. Genau, wäre auch okay. Gibt es sonst Fragen zu dem Zustandsdiagramm? Da hinten, ja. Die Frage war, ob man die Guards hier, Sie meinen wahrscheinlich die beiden hier, ob man die braucht. Ja, also prinzipiell, ja, kann es keine Lösung geben, wenn man hier oben ist. Aber wenn man das, was beschrieben wurde, modellieren will, braucht man diese Guards. Weil es könnte ja sein, dass jemand dieses Zustandsdiagramm erweitert und dann entsprechend bräuchte man diese Informationen.
Also, um es komplett vollständig zu modellieren, braucht man sie, um das zu ja, modellieren, was im Text stand. Sonst noch Fragen? Ja. Ja, gut, ja, das hätte ich vielleicht nochmal erwähnen können. Vielen Dank. Also der Kommilitone hat gefragt, was bedeutet das Symbol hier jetzt eigentlich? Also das davor ist das Logische nicht, also es existiert noch keine Lösung, bedeutet das Ganze einfach. Für diejenigen, die das Zeichen noch nicht gesehen haben. Einfach nur, damit es ein bisschen kürzer auf den Folien ist. Ich hatte keine Lust, den ganzen Text dahin zu schreiben. Ja, noch eine Frage? Die Frage war, wie man jetzt explizit hätte darstellen können, dass es mehrere Lösungen für eine Aufgabe gibt. Das würde ein ziemlich anderes Diagramm erzeugen. Dann hätten wir auch den Text ein bisschen anders schreiben müssen, damit das funktioniert. Es gab irgendeinen Grund, warum ich das nicht gefordert habe, weil es kompliziert wurde. Ich glaube, das geht jetzt auch ein bisschen zu weit für die Übung jetzt. Aber man kann das modellieren, auf jeden Fall. Es gibt aber jetzt keine Möglichkeit, das jetzt einfach in dieses Diagramm reinzubauen, sondern man muss halt dann bestimmte andere Sachen, bestimmte andere Zustände irgendwie erzeugen. Das kann man, aber schreiben Sie das mal ruhig im Forum, dann überlegen wir uns mal, wie man das Ganze vielleicht umsetzt. Gut, wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Nö, okay. Ich soll fragen, wer es denn genauso gelöst hat. Also genau so ist jetzt relativ, aber so ähnlich wie das hier. Ja, also das reicht schon. Willst du noch was anderes fragen? Okay, schön. Dann mache ich einfach mal weiter. Das war nämlich jetzt auch schon Aufgabe 1. Jetzt kommen wir zur Aufgabe 2. Der schönen syntaktischen Analyse mit Abbott. Wem hat die Aufgabe Spaß gemacht? Einer, hey. Ja, also uns hat sie auf jeden Fall Spaß gemacht, aber das haben wir ja schon festgestellt, dass wir unsere Aufgaben toll finden. Ja. Der Grund, warum wir diese Aufgabe gestellt haben, ist eigentlich so ein bisschen zu motivieren, dass wir Ihnen zwar Möglichkeiten anbieten, wie man zu einem Entwurf kommt, aber die Entwurfsentwicklung selbst doch immer noch an Ihnen selbst hängt. Das heißt, all diese Verfahren, die wir jetzt hier vorstellen oder die wir genannt haben und auch diese Möglichkeiten, die man dort anwenden kann, sind natürlich nur Annäherungen und sind auch wirklich nur als Annäherungen zu sehen. Das haben Sie wahrscheinlich gemerkt, als Sie das Ganze durchgeführt haben. Denn das, was da rauskommt, ist nicht unbedingt das, was Sie modellieren würden, wenn Sie diese Aufgabe sonst gekriegt hätten. Das ist so ein bisschen die Motivation, warum wir das gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass Sie das, also ja, dass das jetzt keinen Lerneffekt hat, das Ganze, sondern man kann sich ein paar Sachen davon kann man schon übernehmen. Und wir schauen uns jetzt mal an, was das Ganze ergeben hätte. Gut. Wir hatten also diesen schönen Text hier. Ein Professor beschäftigt sich beschäftigt mindestens einen wissenschaftlichen Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl und so weiter und so weiter. Und man musste jetzt natürlich die ganzen Wortarten sich anschauen und schauen, was denn da jetzt eigentlich drinsteckt. Wenn man jetzt in der Aufgabe A sollten Sie dabei ganz stupide einfach die Methode von Abbott durchführen. Das heißt, Sie sollten alles, was Abbott fordert, auch dort eintragen. Das ist nicht immer sinnvoll und die Entscheidung, ob das dann nachher auch modelliert werden soll, kommt dann in der Aufgabe B. Aber für Aufgabe A sollten Sie in diesem Fall tatsächlich einfach das machen, was in dieser Tabelle vorher stand. Das heißt, schauen wir uns das mal an. Zunächst einmal die ganzen Klassen. Naja, das ist nicht so schwierig, denn fast alles, was groß geschrieben ist und nicht am Wortanfang, am Satzanfang steht und nicht Sebastian, Martin oder Tobias ist, sind mal einfach Nomen, die wir jetzt erstmal als Klassen annehmen. Das ist tatsächlich auch in den meisten Fällen erstmal eine gute, ja, oder eine hinreichende Bedingung, um Klassen in solchen Texten zu erkennen. Gut, was kommt jetzt noch? Was hatten wir noch? Naja, wie eben schon gesagt, Sebastian, Martin und Tobias sind in diesem Fall Namen nach Abbott, was auch in diesem Fall meistens korrekt ist. Und wir sind in diesem Fall dann jetzt Exemplare von wissenschaftlichen Mitarbeitern. Was haben wir noch? Wir haben die Assoziation, das sind alle transitiven Verben, also Verben, die zwischen verschiedenen Objekten eine Beziehung herstellen. Das sind auch ein paar in diesem Diagramm. Ich gehe die jetzt nicht alle durch, weil wir gleich das noch genauer anschauen werden. Willst du noch was sagen?
Notfalls. Hast du Angst, dass ich. Ja, gut. Gut. Machen wir mal weiter. Jetzt kommt schon eine von den etwas quatschigeren Annotationen, denn diese Bedingung, die hier eben in der Tabelle stand, dieses Verb sein, deutet auf eine Vererbung hin. Ja, das kann sein, wenn man zum Beispiel sich anschaut, dass, wo steht es? Moment, ich muss mal gerade gucken. Da oben. Nee, Quatsch. Unten. Da, Übungsleiter sind wissenschaftliche Mitarbeiter. In diesem Fall macht es Sinn, aber die beiden anderen Formen von sein sind in diesem Fall eigentlich keine Vererbung. Das schauen wir jetzt gleich aber noch genauer an. Was gab es jetzt noch in diesem Text zu finden? Wir haben gar nicht mehr so viel frei, wie man schon sieht. Also so viel können wir gar nicht mehr annotieren. Ja, wir haben noch zwei Formen von dem Verb haben, die ja auf Aggregationen hindeuten sollen. Und wir haben auch noch zwei Zusicherungen, nämlich Modalverben mit müssen. Außerdem, warum kommt da nochmal eine Assoziation? Naja, da war auch noch eine Assoziation, die gefehlt hat, aber ansonsten die Attribute, also alle Adjektive, die im Text vorkommen, deuten auf Attribute hin. Wobei auch das immer mit Vorsicht zu genießen ist, wie wir gleich noch sehen werden. Denn nicht alle diese Sachen sind wirklich Attribute von Klassen, die wir modellieren wollen. Gut, das war alles. Hat jemand eine Frage dazu? Ja? Eigentlich schon, wenn man die Methode nach Abbott macht, eigentlich schon. Ja? Könnten Sie das ein bisschen lauter sagen, bitte? Die Frage war, für welche Sprache die Abbottsche Methode konzipiert wurde. Naja, zuerst einmal für Englisch, aber es gibt auch eine adaptierte Variante für das Deutsche, die wir zum Teil auch adaptiert haben. Wenn man aber das, die Originalveröffentlichung sich anschaut, ist die für das Englische gedacht. Ja, noch eine Frage? Die Frage war, wie es mit Botschaften aussieht. Was haben Sie denn als Botschaft modelliert davon? Helfen. Welches Helfen ist es? Das Helfen wissenschaftlichen Mitarbeitern hier oder haben wir noch eins? Und Studierenden helfen. In diesem Fall sind es keine intransitiven Verben, da sie ja einmal das Hel den Studierenden helfen und einmal den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Das heißt, sie haben eine Beziehung, die hier dargestellt ist. Nochmal. Die Aussage war, ich habe sie immer noch nicht akustisch verstanden. Okay. Die Aussage war, das sind keine, also. Haben Sie gesagt, dass es keine Akkusativobjekte sind in dem Fall? Ja, das sind sie in diesem Fall auch nicht, aber das heißt nicht, dass es keine Beziehung zwischen ihnen gibt. Man geht nämlich noch weiter, wenn es Beziehungen zwischen verschiedenen Objekten sich anschaut. Okay, was? Zurück? Auf die Abbott? Okay, Moment, das dauert. Also zum Beispiel hier die Beispiele laufen und schlafen würden keine Beziehung zwischen dem Handelnden und einem anderen Objekt darstellen. Das, was wir aber eben hatten, das mit helfen, ist eine Beziehung zwischen Professor und wissenschaftlichen Mitarbeiter oder eine Beziehung zwischen den Übungsleitern und den Studierenden. In dem Fall, die sind die Botschaften, die hier gemeint sind, aber die, ja, also laufen und schlafen macht man nicht mit irgendwas wem anders. Also man könnte schon mit jemand anderem laufen, dann ist es wieder, ja, okay. Das war ein schlechtes Beispiel. Aber wenn die nicht genannt sind, dann ist es intransitiv. Gut. Jetzt muss ich wieder hier drüber klicken. Noch eine Frage, ja? Wir können noch ein bisschen hin und her springen, das macht Spaß. Die Frage Ihrer Kommilitonin war, diese Verben, also die Sein-Verben, die wir eben als Vererbung gekennzeichnet haben, sind keine ist ein von oder ist Art von. Ja, das ist korrekt. Das ist aber, hier hinten sind nur Beispiele genannt, die das abbilden. Für die Abbottsche Methode braucht man zunächst nur die Wortarten und die Abbildung auf die Modelle. Dieser Schritt, ob das jetzt wirklich eine Vererbung ist, machen wir als nächstes erst für die zweite Aufgabe.
Das ist schon ein Schritt weiter und das ist genau das, was wir auch erzeugen wollten. Klar, dass da viele, zum Beispiel gerade diese Vererbungen sind ja Quatsch, das wissen wir, wenn wir uns das anschauen, weil es keine Vererbungen sind. Aber sie sollten zunächst einmal ganz stupide die Variante von Abbott durchführen und dann diesen Übertrag machen. Genau diese Idee, dass es halt das nicht ist. Das schauen wir uns jetzt aber auch noch genauer an. Gut, noch einmal alles schön bunt. Denn jetzt kommen wir dazu, wie führt man das Ganze jetzt in ein Klassendiagramm oder überführt man das in ein Klassendiagramm? Naja, schauen wir uns zunächst mal die Klassen an, die wir modellieren wollten. Wir hatten da mehrere Regeln in der Vorlesung, die uns angeben sollten, welche Klassen wir jetzt wirklich modellieren und welche nicht. Eine davon ist, wenn sich keine Attribute oder auch Operationen identifizieren lassen für eine Klasse, dann modellieren wir diese nicht. Außerdem, wenn es nur Operationen sind, die einer anderen Klasse auch zuzuordnen sind, dann lassen wir diese Klasse ebenso weg. Damit können wir schon mal einige der Klassen ausschließen, zum Beispiel den Lehrstuhl oder die Promotion, die keine Attribute haben, auch die Semesterwochenstunden oder auch das Deputat oder das Datum, denn diese Attribute, die man da vielleicht modellieren könnte, waren im Text nicht genannt. Das heißt, wir modellieren diese Klassen erstmal nicht. Außerdem, wenn eine Klasse nur ein einziges oder wenige Attribute haben, so muss man prüfen, ob diese Attribute einer anderen Klasse zugeordnet werden können. Das haben wir jetzt im Fall von Teilnehmerzahl und Anzahl, denn hier sind die Attribute, die genannt wurden, so etwas wie maximale Teilnehmerzahl, gewisse oder bestimmte Anzahl. Das sind keine Attribute, die man modellieren möchte, sondern es ist vielmehr ein zusammengesetztes Attribut, was man in einer anderen Klasse modellieren möchte. So, gehen wir weiter zu den Assoziationen. Da sollte man sich überlegen, welche dieser Objekte wirklich. Ja, Frage? Das sind beides keine Klassen. Also alle da genannten sind keine Klassen. Ja, also die Frage war, also zunächst einmal war die Frage, ob wir die jetzt hier modellieren und die hier nicht. Wir modellieren beide nicht, also die hier unten nicht und die hier oben auch nicht. Und die andere Frage war, warum wir Inhalte nicht modellieren. Ja, wir haben keine Attribute für Inhalte. Das heißt, wenn wir die Regeln aus der Vorlesung anwenden, sollte diese Klasse nicht modelliert werden. Das lässt sich auch umsetzen, das sehen wir gleich noch, wie das geht. Es ist nur nicht mehr, es gibt kein Inhaltobjekt mehr, das irgendwo auftritt, sondern eine Vorlesung. Wir lassen halt die Aggregation einfach weg, die dort beschrieben wird. Genau. Gut, machen wir mal weiter. Zwischen welchen Objekten liegen jetzt also dauerhafte Beziehungen vor? Also welche Assoziationen wollen wir uns anschauen? Das sind jetzt alle, die im Text auftreten. Beschäftigt an Lehrstuhl haben wir schon mal das Problem, na, Lehrstuhl modellieren wir jetzt gar nicht. Das heißt, wir haben die Klasse ausgeschlossen und können also diese Beziehungen auch einfach nur über ein Attribut oder ja, über eine Operation und eine Assoziation darstellen bei einer anderen Klasse. Genauso ist es bei diesen anderen. Da gibt es keine Klassen für, deswegen wird das Ganze zu einer Operation, die zwischen zwei anderen Klassen passiert. Und die anderen müssen wir auch noch modellieren. Dann gab es noch die Geschichte mit den Aggregationen. Also da sollte man überprüfen, ob es eine Rangordnung existiert, die einen engeren semantischen Zusammenhang darstellen. Wir hatten die möglichen Aggregationen. Prüfungen haben ein Datum und eine maximale Teilnehmerzahl. Und jede Vorlesung hat eine bestimmte Anzahl an Semesterwochenstunden. Diese lassen sich in diesem Fall auch als Attribute modellieren. Außerdem haben wir noch die Vererbungen übrig. Das heißt, die Ist-Einbeziehung, die wir eben schon kurz angesprochen hatten. Und in diesem Fall ist natürlich nur Übungsleiter und wissenschaftliche Mitarbeiter eine echte Vererbung. Denn die anderen sind keine, wie schon eben genannt, Ist-Einbeziehung. Das heißt, die wollen wir nicht modellieren, sondern vielmehr als Operationen darstellen. Oder als Attribute in diesem Fall. Dann haben wir noch die Attribute, die man sich anschauen muss. Ist ein Attribut problemrelevant im Sinne der Systemanalyse? Ja, also sind in der Lehre tätig, kann man als Attribut darstellen und auch Deputat erfüllt. Das heißt, daraus machen wir die Attribute tätig in Lehre und Deputat erfüllt. Und damit, wenn wir jetzt all diese Regeln angewandt haben, können wir daraus ein Klassendiagramm erstellen. Das ist jetzt eine mögliche Lösung dieses Klassendiagramms. Schauen wir uns mal kurz an, was es da zu sehen gibt. Wir haben zunächst einmal den Professor, der, wie eben schon gesagt, dieses Deputat erfüllt Attribut hat.
und der eine gewisse Anzahl von Semesterwochenstunden leisten kann. Dieser Professor beschäftigt an seinem Lehrstuhl mindestens einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Wohlgemerkt, diese wissenschaftlichen Mitarbeiter kann man auch noch, das kommt erst danach, kann man auch anders modellieren, denn wissenschaftlich war ja eigentlich als Attribut genannt. Das heißt, es war auch vollkommen okay, eine Klasse Mitarbeiter zu modellieren mit einem Attribut ist wissenschaftlich, vom Typ Boolean zum Beispiel. Hilft bei Promotionen ist außerdem auch noch eine Beziehung, die zwischen wissenschaftlichen Mitarbeiter und Professor existiert. Und ein Professor hält eine Vorlesung. Die Vorlesung hat eine Anzahl Semesterwochenstunden in Integer und Inhalte, die jetzt als String dargestellt sind. Ist vielleicht nicht unbedingt schön. Man könnte dabei auch überlegen, ob man eine Inhaltsklasse erstellen wollte. Aber wir haben ja keine Inhalt für die Inhaltsklasse, deswegen ist es schwierig, das zu modellieren in diesem Fall. Dann gibt es noch die Vererbungsgeschichte zwischen wissenschaftlichen Mitarbeiter und Übungsleiter und die drei Exemplare hier. Die drei sind wissenschaftliche Mitarbeiter und sind in der Lehre tätig. Das heißt, man kann hier die Objekte auch noch hinzufügen, unterstrichen in diesem Fall natürlich, weil zum Klassendiagramm Objekte oder Instanzen immer unterstrichen werden. Und wir haben noch die Prüfung, die von den Übungsleitern erstellt wird, die ein Datum als Attribut hat und eine maximale Teilnehmeranzahl. Und die Studenten können halt Inhalte lernen. Das lässt sich aber allerdings entweder hier als diese Operation darstellen oder eben über Assoziation. Das ist beides okay. Und der Student kann noch an der Prüfung und an der Vorlesung teilnehmen. Das ist jetzt unsere Lösung für dieses Klassendiagramm. Gibt es dazu Fragen? Ja? Also die Anmerkung des Kommilitonen war, ist dieses Attribut tätig in Lehre wirklich eine sinnvolle Modellierung oder würde man nicht lieber ein ist tätig in von irgendwelchen anderen Objekten, die man halt modellieren möchte, in irgendeiner Form darstellen? Ja, wenn man das Ganze ordentlich entwerfen wollen würde, ist das die richtige Antwort. Aber da es jetzt hier um das Anwenden der Methode ging, ist das erstmal so okay. Eine andere Modellierung wäre auch in Ordnung. Ja? Also, ich kann Sie leider akustisch nicht verstehen, tut mir leid. Also, Sie wollten auf die Assoziation hier oben hinaus und ob man dort die Benennung der Assoziation, die Multiplizitäten, okay, ja. Der Default-Wert für Multiplizitäten ist 1. Kann man aber modellieren, das ist okay, weil es keine Information darüber im Text gab. Das heißt, die einzige Multiplizität, die, glaube ich, exakt gegeben war, war die hier oben im Text. Die mussten Sie natürlich modellieren. Die anderen waren, glaube ich, nicht gegeben. Die anderen sind optional, also. Also die Frage war, wenn wir jetzt den Default-Wert nehmen und da steht halt nur 1, dann ist natürlich die Modellierung irgendwie kaputt, weil ein Student nur an einer einzigen Vorlesung teilnehmen könnte. Natürlich, wenn Sie das sinnvoll ergänzt haben und das ordentlich gemacht haben, ist das natürlich nicht falsch und auch vollkommen sinnvoll, das zu modellieren. Bastian, willst du noch was sagen? Ja, sehr gerne. Die Abitur-Methode macht keine Aussagen über Multiplizitäten. Dementsprechend haben wir das auch nicht gefordert. Auch die da oben nicht, obwohl die im Text beschrieben ist. Das heißt also, wenn Sie nicht ganz quatschige Multiplizitäten gewählt haben, dann ist das völlig in Ordnung. Und wenn Sie sagen, dass das im Text beschrieben ist, führt zu einer komischen Multiplizität und deshalb mache ich das jetzt hier in meinem Diagramm auch so, ist das auch okay. Dass das anders sein sollte, als das beschrieben ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ich weiß gar nicht, was war das Beispiel gerade eben mit einer Vorlesung, glaube ich. Wenn man hier zwischen Student und Vorlesung jeweils eins hat. Genau, da steht einer Vorlesung teil. Dass man das so natürlich nicht modellieren wollte, ist klar. Also wie gesagt, Multiplizitäten sind dieses Mal tatsächlich egal. Wir haben das jetzt insgesamt muss dieses Klassendiagramm mit Vorsicht genossen werden, denn das ist das Ergebnis der Abitur Methode und auch der Umsetzung unserer Regeln. Man sieht aber schon, dass, wenn man das Ganze wirklich sinnvoll modellieren wollen würde, man sich vielleicht noch ein paar Gedanken dazu machen muss, wie man das Ganze wirklich umsetzt. Wir haben das von Ihnen nur so gefordert, damit Sie einmal diese Methode anwenden und auch sehen, dass es Möglichkeiten gibt, Sachen zu finden, aber nicht immer alle sinnvoll sind, die man dort herauskriegt. Das ist genau der Lerneffekt, den wir erzeugen wollen. Ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was der Kommilitone gerade eben gefragt hat, mit Erweiterbarkeit. Also dieses Klassendiagramm, was Sie da jetzt gerade sehen, das funktioniert halt genauso nur für diesen Text. Also angenommen, wir würden sagen, dieser Text, der da steht, das ist alles, was wir jemals mit dem System machen wollten. Dann ist die Modellierung okay. Wenn Sie da noch weiter drüber nachdenken und sagen, ja, es muss ja irgendwie auch noch Inhalte geben oder man kann noch andere Tätigkeiten haben,
dann muss man das natürlich anders modellieren, das ist völlig richtig. Aber wir sind jetzt hier mal davon ausgegangen, dass dieser Text einfach die komplette Systemfunktionalität beschreibt und die sich nicht ändert. Da kommt dann dieses Diagramm dabei raus. Ja. Ansonsten noch Fragen zu dem Diagramm? Sonst würden wir mit der GUI weitermachen. Ach ja, da gibt es noch. Das ist noch die Einblendung für die Folien. Gibt es da noch was? Nee, du bist dran. Ja, Martin scharrt Dankeschön. schon mit den Hufen. Ja, endlich. Humor ist schon durch, ja. Ja, Humor ist durch, Und wieder Martin der ist dran. Kollege Ja, danke. Vielleicht zuallererst, werden die GUI-Aufgabe überhaupt gemacht? Ah, doch, bin nicht alle. Dann wäre meine zweite Frage: Wer hatte davor schon mal eine GUI gemacht? Einige. Und jetzt die interessante Frage: Wer denkt, dass es geklappt hat? Ja, das sind die, die es schon davor gemacht haben. Okay, aber doch einige, bei denen es geklappt hat. Gut, wir hatten Ihnen einen Entwurf aus der Vorstandssitzung oder was es war, Ihres Projektleiters gegeben. War das hier auf der linken Seite in mühevoller Kleinstarbeit erstellt? In zwei Fenster drauf zu sehen, einmal so ein Hauptfenster. Da waren noch so ein paar handschriftliche Anmerkungen. Na, es soll irgendwie kein Vollbild möglich sein. Das Fenster sollte in etwa 400 mal 400 Pixel groß sein. Soll zwei Bildchen anzeigen, ein Vorschau- und ein Ergebnisbild mit maximal 150 mal 150 Pixel, verzerrungsfrei. Soll zwei Knöpfe haben zum Laden von diesen Dateien. Soll einen Run-Knopf haben, der diese eigentliche Berechnung macht und dann in einem neuen Fenster eben Zwischenschritte bzw. das finale Fenster anzeigt. Da gab es ziemlich viele Bonuspunkte dieses Mal. Man konnte noch unten so einen weiteren Schieberegler machen, den man dann zwischen den einzelnen Iterationen, den einzelnen Bildern, die nach einer Iteration rauskommen, hin und her hüpfen und die dann auch getrennt speichern kann. Idealerweise sieht es bei Ihnen dann später in etwa so aus. Ein bisschen anders ist, kein Problem. Links oben und rechts oben eben das Originalbild und das finale Bild. Wir haben hier diesen schönen Schieberegler mit den Grenzen, die wir Ihnen vorgegeben hatten. Und auch die Labels dazu, die dann anzeigen, wie die aktuelle Einstellung ist. Und hier haben Sie so ein zweites Fenster, da gibt es noch so einen Haken, den Sie einstellen können, dass Sie auch die Updates empfangen wollen und diese Zwischenbilder anschauen wollen. Und rechts oben diesen Speichern-Knopf. Was hier unten fehlt, ist dieser Bonus-Slider, der ist jetzt hier nicht drauf. Wenn Sie das Ganze jetzt mit Swing umsetzen wollen, brauchen Sie sowas wie ein JFrame. JFrame macht nicht sehr viel, das ist halt einfach, das, was der Name sagt, das ist ein Rahmen, der einfach noch so einen Titel hat und das war es auch schon im Großen und Ganzen. Was er Ihnen bietet, ist so eine genannte Content Pane. Da können Sie die Dinger dann aufklatschen. Also können sowas wie Label, Slider einfach reinschieben. Layout Manager, mit denen können Sie dann auch sagen, wie das in etwa aussehen soll. Und für das Zweite könnten Sie einen JDialog nehmen. Einfach so ein Dialogmenü, wie man es kennt, auch mit Öffnen, Schließen, Ja, Nein. Oder halt eben so. Dialog im Unterschied zu so einem JFrame ist einfach gebunden an den JFrame und wenn der Dialog aktiviert ist, kann man eben nicht auf diesen JFrame zugreifen, sondern er ist dann halt auf jeden Fall im Fokus. Können Sie aber auch mit einem JFrame lösen, wenn Ihnen das lieber ist. Geht aber auch mit einem JDialog überlassen. Ich würde mir jetzt mal ein bisschen reinzoomen. Sie sehen schon, das sind grob drei Teile, die wir hier haben. Oben für diese beiden Bilder, dann in der Mitte die beiden Slider und unten die beiden Knöpfe. Sie könnten beispielsweise JPanel benutzen, so einen Container für leichtgewichtige Dinge wie JLabel oder was Sie da reinpacken wollen. In dem Fall, ich habe es schon vorweggenommen, JLabel kann nicht nur, wie der Name sagt, für Label, für irgendwelche Textsachen, die Sie anzeigen wollen, verwendet werden, sondern mit JLabel können Sie auch Bilder relativ einfach anzeigen. Das heißt, Sie können jetzt, wenn Sie dies so realisieren wollen, zwei JLabel-Elemente nehmen und die in so ein JPanel reinstecken und dann noch halt mit irgendeinem Layout-Manager sagen, naja, ich möchte sie links und rechts nebeneinander haben und nicht oben oder unten haben. Die Slider könnte man ebenfalls in so ein JPanel reinstecken. Sie sehen schon, man kann das alles JPanels machen. Können Sie aber auch anders machen. Für die Slider an sich gibt es dieses JSlider-Element, beziehungsweise was hier fehlt, dieses brauchen noch Labels, die vorne Iterations und Samples anzeigen. Gehören da auch dazu. Aber die Slider an sich können Sie mit diesem JSlider machen. Wie genau Sie das konfigurieren können, das sehen wir gleich auf einer anderen Folie. Und unten dann eben noch die zwei Knöpfe. Gut, wie könnte sowas in Code aussehen?
Ja, sie brauchen irgendwie eine Klasse, die eben von JFrame erbt. Und dann können Sie der sagen, ja, okay, ich rufe da im Konstruktor einfach mit irgendeinem Titel auf. Dann haben Sie diesen schönen Titel oben in der Leiste. Dann hat mir gesagt, oder dann hatte Ihr Manager, Ihr Projektleiter vorgegeben, naja, es muss 400 mal 400 Pixel groß sein. Darf nicht größerbar sein, man darf die Größe nicht ändern, was auch vieles leichter macht. Also muss ich auch irgendwie sagen, naja, man darf es eben nicht ändern. Und dann brauchen Sie irgendeinen Layout-Manager, dem Sie halt sagen können, wie diese Elemente angeordnet werden sollen. In unserem Fall diese drei J-Panels übereinander, beziehungsweise untereinander. Das können Sie beispielsweise mit so einem einfachen Box-Layout machen. Sehen Sie hier in der Mitte, dieses Box-Layout können Sie dann noch sagen, naja, wir wollen das entlang der Y-Achse haben, also wir wollen das übereinander. Sie können jetzt auch sagen, möchten es nebeneinander, dann können Sie Achse auswählen oder wie Sie es gerne möchten, aber das ist halt eins, was hier passen würde. Es gibt noch mehrere, also Sie können auch Flow-Layout nehmen oder hast du nicht gesehen, was es alles gibt? Kein Problem, solange es halbwegs so aussieht, wie wir uns das vorstellen, ist es okay. Wir haben sogar den Vorteil, da wir ja gesagt haben, die Größe muss nicht veränderbar sein, können Sie das sogar pixelgenau reinschreiben. Sie müssten es ja nicht anders skalieren, wenn man es größer zieht. Haben Sie Glück. Gut, dann müssen diese drei Teile noch hinzugefügt werden. Das haben wir hier schön versteckt in diesen drei Methoden. Da würden wir Ihnen dann eine davon zeigen, die Add Preview Area. Wie könnte das aussehen? Wir wollen da oben diese zwei Bildchen reinhaben. Wir haben schon gesagt, wir brauchen so ein J-Panel-Element. Würden wir uns hier auch machen. J-Panel intern benutzt in unserem Fall ein Grid-Layout. Grid-Layout können Sie sich vorstellen wie eine Tabelle. Sie sagen einfach, wie viele Spalten, wie viele Zeilen Sie haben wollen. Dann können Sie sagen, okay, in Zeile 2, Spalte 5 möchte ich jetzt das Button-Element drin haben. Das ist eine recht schicke Variante, wie Sie ein Layout machen können. In dem Fall können Sie sagen, okay, ich möchte hier ein Bild haben, hier vielleicht nichts haben und hier wieder ein Bild haben. Oder Sie sagen, ich möchte ein Rechteck zeichnen der Größe 5, damit ich irgendwie diesen Abstand habe. Wie auch immer, Sie können das alles machen mit so einem Grid-Layout. Was hier steht, das hat irgendwie Zeile 0 und 2 Spalten und 5, glaube ich, als Abstand zwischen den beiden Elementen. Können Sie konfigurieren, wie Sie wollen. Die maximale Größe können Sie auch setzen. Größe von so einem Bild soll ja maximal 150 Pixel sein. Das heißt, wenn Sie beide wollen, brauchen Sie zweimal 150 plus noch ein bisschen was in der Mitte, können Sie einstellen. Wir haben das Ganze dann auch noch zentriert, weil das so gefordert war auf dieser Skizze. Können Sie aber auch hin und her schieben, wie Sie wollen. Diese beiden Variablen, Preview Original und Preview Process, sehen Sie hier jetzt in der Mitte nicht bei der Initialisierung, weil das bei uns Instanzvariablen sind. Aber auch die Also die zeigen dann die Bilder an. Das sind letztendlich diese zwei J-Label, die da gezeichnet sind. Kann man auch auf eine gewisse Größe einstellen. Diese Preview Size ist bei uns einfach eine Typdimension mit 100 mal 100. Also damit sagen Sie einfach nur, wie groß diese Bilder sein sollen. Ja, dann müssen Sie diese beiden J-Label-Elemente dem Panel hinzufügen. Das passiert hier unten. Und ganz am Schluss müssen Sie dieses Panel auch dieser Content Paint, also diesem eigentlichen J-Frame-Container hinzufügen. Was wir hier auch noch ein bisschen versteckt haben, ist dieses Generate Preview. Also wie werden überhaupt diese beiden Bildchen geholt, erzeugt und auf diese J-Label aufgemacht? Das sehen wir auch in einem weiteren Schritt. Ich glaube, jetzt haben wir erst den Preview Generator. Genau, der macht dieses Vorschaubild. Also der macht die Berechnung von diesem kleinen Vorschaubild. Der benutzt dann natürlich einen Filter, den Sie da übergeben, also diesen Filter, den Sie schon implementiert haben, der diese Fly-Methode zur Verfügung steht. Wir haben das Ganze mit Hilfe von Swing-Workern realisiert. Swing-Worker sind so Hintergrundarbeiter, die irgendeine Arbeit verrichten und wenn die Arbeit fertig ist oder wenn es ein Zwischenresultat gibt, der GUI einfach Bescheid geben und sagen, du, ich habe da was für dich, möchtest du was damit machen oder nicht. Hat den ganz großen Vorteil, die GUI friert nicht ein, während im Hintergrund irgendwelche langwierigen Berechnungen laufen. Wer von Ihnen hat den Swing-Worker benutzt? Okay. Wer von Ihnen hat es nicht benutzt? Ist Ihre GUI eingefroren? Also bei wem ist die GUI eingefroren? Okay. Ja, natürlich auch ein gewisser Lerneffekt, der von uns gewollt wurde. Ich kann Sie beruhigen, wenn bei Ihnen die GUI einfriert, ist kein Problem in der Bewertung. Das ist für uns vollkommen in Ordnung.
Vielleicht nur, dass Sie hier mitnehmen, es gibt sowas wie Swing Worker, die im Hintergrund eben Arbeit machen und dafür sorgen, dass die GUI entlastet wird, dass Sie gleichzeitig mit der Maus arbeiten können, dass Sie irgendwo rumklicken können, ohne dass das ganze Ding eingefriert. Aber das hatten wir Ihnen natürlich vorher so nicht gesagt. Die Frage war, wie der Vorteil gegenüber Threads ist. Im Endeffekt sind es Threads, die im Hintergrund laufen. Konzept der Fäden haben Sie allerdings, soweit ich weiß, nicht kennengelernt in der Vorlesung. Für Swing benutzt man normalerweise Swing Worker, aber das sind Hintergrundfäden. Im Endeffekt sind es Threads. Versteht den eigentlichen Kern Ihrer Frage, glaube ich, noch nicht sehr. Also, die Frage ist, zielt ab, inwiefern das schwierig ist, wenn man keinen Swing Worker verwendet. Wenn Sie keinen verwendet, dann sind Zwischenergebnisse ein Problem. Kann sein, dass das ganze Bild erst gezeichnet, das ganze Fenster erst gezeichnet wird, wenn die Rechnung fertig ist. Meinen Sie das? So halb. Okay. Wenn es die Lösung war, dann. Also Swing Worker sind immer dann gut, wenn Sie halt längere Berechnungen haben. Wenn Sie nur kleine Berechnungen haben, brauchen Sie die nicht unbedingt. Aber ansonsten. Ich würde es die Klasse weiter erklären, wenn keine weiteren Fragen sind momentan. Okay, also so ein Swing Worker bietet ein paar Methoden, die Sie überschreiben müssen. Die eigentliche Arbeit wird in diesem GUI Background gemacht. Also dort sagen Sie, was im Hintergrund an Arbeit stattfinden soll. In dem Fall würde er diesen Filter, den Sie da im Konstruktor übergeben haben, aufrufen, würde einfach sagen, naja, erzeug mir hier dieses Vorschaubild mit der gewissen Anzahl an Iterationen und Samples, die wir vorgegeben hatten. Ich glaube, 100 Iterationen bei 30 Samples oder so. Dann macht er das. Und wenn der Background-Worker fertig ist, der Swing-Worker fertig ist, ruft er hier dieses Done auf. Und dieses Done sorgt dafür, dass eben auf diesem J-Label, auf diesem rechten J-Label, dieses Preview-Process ist der rechte J-Label, auf dem Set-Icon, New-Image-Icon aufgerufen wird. Das heißt, ich zeichne mir hier ein neues Bild und dieser Get-Aufruf, der holt sich eben das Ergebnis von dort, macht es hier drauf und dann wird das Ganze halt angezeigt. Eine relativ einfache und elegante Methode, wie Sie das Ganze berechnen und in so einem J-Label anzeigen können. Dann als nächstes die Slider. Wie kann man so Slider implementieren? Gut, Sie brauchen vorne ein bisschen Text, also diesen hier diesen Label. Das haben wir in diesem Iter-Label drin, das ist auch wieder eine Instanzvariable. Gut, da möchten Sie irgendwie sagen, wie viele Iterationen gerade eingestellt sind. Das können Sie ganz einfach setzen. Und dann kommt der eigentliche Teil dieser Slider. Dieser Slider hat ein paar Attribute. Sie können sagen, naja, von wo bis wo gilt es. Wir hatten irgendwie eine 2000 hier, glaube ich, vorgegeben. Also geht er von 0 bis 2000. Und Sie initialisieren den auf einen gewissen Wert. In dem Fall, ich glaube, die 100, die wir als Default-Wert drin hatten. Können Sie aber auch, glaube ich, machen, wie Sie wollen. Da gibt es ein paar Attribute. Sie sehen auf dem Screenshot, den wir Ihnen gegeben hatten, wir möchten das Ganze irgendwie in 500er Schritten haben. Können Sie mit diesem Set Major Tick Spacing einstellen. Und Sie sehen, dass wir sowohl die Zahl runterschreiben, als auch hier diese Trennstriche zwischen diesen Major Ticks machen. Das können Sie mit diesen beiden Methoden so setzen. Darf ich mal kurz dazwischen grätschen? Zwei Hinweise, das war nicht gefordert. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast. Dieses Tick-Spacing, das war bei uns noch zusätzlich mit dabei, weil wir gesagt haben, sieht hübscher aus, aber das war nicht auf dem. War nicht gefordert. War nicht gefordert. Und die Standardwerte waren auch nicht frei zu wählen, sondern die waren auch vorgegeben von uns. Also 130 sollte da schon stehen. Okay. Ja, wunderbar. Die Stimme aus dem Off hat es klargestellt. Was noch interessant war, was soll passieren, wenn jemand mit diesem Slider rumspielt? Dazu gibt es diesen Band oder Change Listener, den Sie anpassen müssen, schreiben müssen. Es gibt hier dieses State Changed, also wenn der Zustand dieses Sliders geändert hat, was soll dann passieren? Naja, man wartet, bis jemand fertig ist mit Rumspielen. Also nicht sobald einer drauf geht und hin und her geht, sondern sobald einer was ändert und dann wieder loslässt. Können Sie hier mit diesem, sobald der Slider eben nicht mehr adjustiert wird, ändern, erreichen. Dann möchten Sie jetzt diese neue Zahl an Iterationen speichern, damit Sie sie später für Ihren Filter verwenden können. Und Sie möchten hier diesen Label natürlich anpassen auf den neuen Wert.
Passt? Wunderbar. Gibt es Fragen zu diesem Slider? Beide funktioniert natürlich genauso. Okay. Dann haben wir hier den Load-Knopf, der jetzt einfach so ein Bild laden soll. Wir haben das Ganze hier auf zwei Folien, weil dieser Action-Performed-Teil nicht mehr auf die Folie gepasst hat. Im Großen und Ganzen machen Sie sich einen neuen Button und auch hier müssen Sie in so einem Action-Listener sagen, was soll passieren, wenn jemand auf diesen Knopf draufdrückt. Stellen wir auf die nächste Folie. Wenn Sie die Bonusaufgabe, die letzte Bonusaufgabe, glaube ich, gelesen haben, sollten Sie so Hilfstext erstellen, der angezeigt wird, sobald man über einen Knopf drüber geht. Das ist letztendlich eine Zeile, die Sie da hätten reinschreiben müssen, die Sie reinschreiben mussten, wenn Sie es getan haben. Jeweils pro Knopf natürlich. Also Sie können das Ganze als Tooltip machen, dann wird es an dem Knopf angezeigt, neben dem Knopf angezeigt, wenn Sie mit der Maus drüber gehen. Die eigentliche Action-Performed-Methode sieht so aus. Sie sollten jetzt einen Dateidialog erstellen, der eben eine Ladefunktionalität für Bilder bietet. Das heißt, Sie erstellen sich als erstes so einen JFile-Chooser und dann müssen Sie den noch ein bisschen anpassen. Wir hatten gesagt, er soll nur mit PNG-Dateien arbeiten. Das heißt, Sie müssen da so einen File-Filter benutzen, der dafür sorgt, dass halt kein JPEGs oder andere Bilder geladen werden können. Dann müssen Sie auch, also hier müssen Sie die Sachen anpassen, wohl oder übel. Man kann auch ausstellen, dass dieses Fern alle annehmen angezeigt wird. Das können Sie mit dem da machen. Dann müssen Sie sagen, dass nur Dateien zulässig sind und nicht auch ganze Verzeichnisse. Und dass man auch nicht mehrere Dateien auf einmal auswählen kann, weil das unterstützt die Implementierung nicht. Das sind so die Einschränkungen, die Sie da noch machen müssen. Dann müssen Sie den Dialog natürlich irgendwie noch anzeigen. Passiert hier in diesem If. Er wird angezeigt. Hier ist er an das Button-Element gekoppelt. Das muss man, glaube ich, nicht machen. Er wird angezeigt und sobald der Benutzer auf Approve klickt, wird eben hier dieses neue Bild gesetzt. Dieses Bild als neues Originalbild gesetzt, ihr vorhandenes Dummy-Bild quasi überschrieben und es wird dann hier wieder Generate Preview aufgerufen, was eben diese beiden Bilder berechnet und anzeigt, was ich vorher schon erwähnt habe. Gibt es Fragen zu diesem Knopf? Okay. Dann ist das hier die zweite Ansicht, die Sie machen sollten. Da gibt es links oben diese Checkbox für Continuous Updates, so wie wir es genannt hatten. Rechts oben diesen Speichern-Knopf und die Bonusaufgabe, da unten noch so einen Slider vor. Und in der Mitte möchten Sie halt eben die einzelnen Iterationen bzw. finale Bild zeigen. Auch hier brauchen Sie wieder eine Klasse, die erbt jetzt in diesem Fall von JDialog. Wie gesagt, Sie können das auch als JFrame machen, wenn Ihnen das lieber ist. Dieser JDialog wird, das ist hier dieses Super Main, wird eben an einen JFrame gekoppelt. Und erst wenn ich diesen Dialog schließe, bin ich wieder bei diesem JFrame. Was wir da letztendlich in dieser Klasse alles machen, wir holen uns dieses Originalbild, wir erstellen uns den üblichen Random Point Generator, den wir halt brauchen. Dann machen wir uns hier einen Filter. Sie sehen schon, der heißt bei uns nicht mehr Triangle Picture Filter, sondern Observable Triangle Picture Filter. Da wir das versucht haben, mit einem Beobachter umzusetzen. Der Beobachter, Sie sehen hier auch filter.addObserver, der kann hier diesem Filter, diesem Observable Triangle Picture Filter hinzugefügt werden. Dieser Beobachter hat die eine Aufgabe, sobald ein neues Bild erzeugt wurde, also eine neue Iteration eines Bildes erzeugt wurde, so ein neues Zwischenresultat, soll das direkt auf der GUI angezeigt werden können. Dazu muss man diesen Triangle Picture Filter anpassen. In Ihrer normalen Implementierung sorgt er dafür, dass er Ihnen ein finales Bild zurückgibt. Hier wollen wir aber nicht das finale Bild haben, sondern wir möchten nach jeder Iteration, also wenn er alle 30 Samples durchgemacht hat, möchten wir das eine Iterationsbild haben und anzeigen können. Das heißt, wir müssen die Apply-Methode entsprechend anpassen. Und in dem Fall wollen wir auch noch einen Beobachter haben. Das heißt, wir brauchen auch eine Funktionalität, um einen Beobachter hinzuzufügen, zu löschen und aktualisieren zu können. Auch hier wieder Layout setzen und eben diese verschiedenen Blöcke hinmachen. Sie sehen hier bei AddObserver ein Prozessor-Element übergeben. Das ist auch bei uns wieder eine Instanzvariable. Es ist einfach Klasse, die Berechnung anstößt, Filters, die Ergebnisse entgegennimmt, dann der GUI präsentiert. Sehen wir aber gleich auch
Hier erstmal die Anpassung, die wir bei unserem Observable Triangle Picture Filter gemacht haben. Und zum einen diese beiden Methoden Add Observer und Remove Observer, um eben diese Observer hinzufügen zu können, wegzumachen. Und was wir hier machen, immer wenn ein Iterationsschritt komplett ist, rufen wir eben alle Observer, die sich registriert haben, an unserem Observable Triangle Picture Filter auf und sagen, sie sollen ihre Methode Update mit eben diesem neuen Bild aufrufen. Und dann können die Observer eben in der GUI sagen, okay, das Bild möchte ich jetzt gezeichnet haben. Genau, die Observer können auch gespeichert werden. Ich zeige Ihnen noch eine weitere Folie. Ja, wird aufgeschrieben, wenn der Grundschritt beendet ist. Kennen Sie diese Darstellungsweise? Wer kennt die? Okay. Möchte sie jemand erklären? Wie eine Vorschleife, nur schöner und in einer Zeile. Genau, also Sie sagen, man geht jeden Observer durch, den wir hier oben gespeichert haben, und rufen darauf einfach Update auf. Es spart Ihnen einfach jede Menge Schreibarbeit. Also hier vorne sehen Sie, Sie gehen über die Observers und gehen jedes Element, was eben in dieser Liste drin ist. Und für jeden Observer, den Sie dort finden, rufen Sie dort eben Update auf. Das ist nur, damit Sie es mal gesehen haben. So kann man das Ganze bequem machen. Können natürlich aber genauso gut eine Vorschleife nehmen. Der Image Processor, also das war dieser Prozessor, den wir da übergeben hatten als Observer, der implementiert hier die Schnittstelle Picture Filter Observer, ist also eben genau so ein Observer, der sich dort registrieren kann und darf. Sie sehen, der ist auch wieder als Swing Worker implementiert, hat also auch wieder diese zwei Methoden Do in Background und Done. Was macht er? Naja, seine Hintergrundarbeit ist, er ruft auf diesem Filter einfach auf mit dem Originalbild und dieser momentan eingestellten Anzahl an Iterationen und an Samples, dass das Ganze getan werden soll. Und sobald er fertig ist, also komplett fertig ist, alles komplett berechnet ist, holt er sich das Ergebnis, geht wieder das Ergebnis und setzt eben Preview auf das Ergebnis und zeigt das Ganze an und sorgt auch dafür, dass man ab sofort speichern kann. Hatte ich Ihnen gesagt. Genau. Noch eine weitere Folie. Es gibt bei Swing Workern auch die Möglichkeit mit Process und die Update-Methode kommt vom Picture Filter Observer. Es gibt noch die Möglichkeit mit Process zu sagen, was passieren soll mit Zwischenresultaten. Also ich hatte Ihnen gesagt, Swing Worker kann im Hintergrund nicht nur ein Ergebnis berechnen, das dann anzeigen oder das dann zurückgeben, sondern es kann auch Zwischenergebnisse berechnen. Zum Beispiel kann man sagen, jedes Mal, wenn es ein Zwischenergebnis gibt und ein Update, falscher Knopf, mein Gott, jedes Mal, wenn ein Update aufgerufen wird und es ein neues Zwischenergebnis gibt, kann man das mit Publish eben an diese Prozessmethode schicken und die Prozessmethode kann dann machen, was immer sie will. Also Update würde hier Zwischenergebnisse entgegennehmen, würde sie an Prozess weiterleiten. Prozess würde jetzt hier eben jedes Mal das letzte Bild, das es bekommen hat, eben einzeichnen. Und so haben Sie immer diese neuen Iterationsschritte. Fällt Ihnen etwas auf bei dieser Beobachterimplementierung? Wer ist noch wach? Einer winkt. Das war zum Thema wach, oder? Ja, okay. Wer ist wach und will was sagen? Okay. Ja, stimmt, wer nicht wach ist, kann nichts sagen. Ne? Irgendwo ist halt immer der Fehler. Ja, kurz und gut, unsere Beobachterimplementierung ist kaputt. Wir werden die nachbessern und Ihnen zur Verfügung stellen. Wobei, wenn es keiner von Ihnen gemerkt hat, hätten wir es eigentlich auslassen. Warum? Dieser Image-Prozessor löst das Ganze an, will aber gleichzeitig auch der Beobachter sein, der das Ganze entgegennimmt und weiterverarbeitet. Das heißt, das Ding ist eigentlich nicht sauber getrennt. Sollte man in der Form nicht machen. Da wir das heute Morgen kurz vor der Übung festgestellt haben, haben wir die Folien jetzt nicht mehr geändert. Wir werden das noch korrigieren und natürlich auch den Code noch korrigieren. Wir werden Ihnen dann die aktuelle, bessere, schönere Version laden. Aber die Idee an sich bleibt, dass Sie einen Observer nehmen, der einfach diese Zwischenschritte weiterreicht
und die dann in der GUI anzeigt. Also der Beobachter-Entwurfsmuster dafür. Ich kriege schon Signale, dass ich mich ein bisschen beeilen soll. Was haben wir hier? Das hatten wir schon. Dann noch, wie Sie so eine Checkbox-Update-Variante machen können. Sie brauchen auch hierzu Ihr Checkbox und Action-Listener, der sagt, also diese Checkbox oben mit Continuous Updates, was soll passieren, wenn jemand draufklickt? Wenn jemand draufklickt und die ist jetzt ausgewählt, also er klickt drauf und jetzt ist der Haken dran, naja, dann will ich einen Observer haben, der mir eben diese Zwischenresultate entgegennimmt und sie anzeigt. Auf der anderen Seite, wenn jemand den Haken wegmacht und eben nicht diese Continuous Updates empfangen will, dann mache ich einfach nur diesen Observer weg und dann habe ich keinen mehr, der mir das Ganze anzeigt. Finde ich eine relativ auch elegante Variante. Dann sind wir schon bei einer Bonusaufgabe. Da gehe ich mal ein bisschen schneller drüber. Das hieß nur, Sie sollen Bilder verkleinern, wenn sie über 1024 x 768 Pixel sind. Ja gut, Sie fragen erst nach, ob das der Fall ist. Dann fragen Sie den Benutzer nach mit einer Nachricht, möchtest du das überhaupt machen? Wenn er sagt, nö, möchte ich nicht, dann machen Sie gar nichts, springen wieder raus. Wenn er sagt, ja, möchte ich machen, dann können Sie zum Beispiel auch die JMJRC-Version mit Resize benutzen. Die macht das Ganze für Sie. Wenn er es halt eben nicht wollte, dann können Sie das Original behalten. Da war, glaube ich, jetzt nicht so. Dann gebe ich dir noch 4 Minuten für Aufgabe 4. Okay, wunderbar. Wenn Sie Fragen haben, dann halt leider übers Forum. Ich habe noch eine Frage. Vermisst jemand was in unserer Musterlösung? Also ich vermisse da was. Ach so, den. Ja. Und zwar haben wir jetzt hier die andere Bonusaufgabe für 5 Punkte nicht vorgestellt. Wir reichen das nach. A, aus Zeitgründen. B, weil wir auf dem neuen Übungsblatt eine Frage dazu haben. Und wenn wir jetzt unsere Musterlösung zeigen, dann beantworten wir damit die Frage. Wäre ein bisschen blöd. Dementsprechend müssen Sie da bis zur nächsten Übung warten, bis Sie da die Musterlösung sehen. Gut, es gab noch eine letzte Aufgabe auf dem Übungsblatt und die war zum Geheimnisprinzip. Ich hatte Ihnen ja schon in der Vorlesung angedroht, dass wir Sie dazu zwingen, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Wer hat denn die Aufgabe bearbeitet? Ah, sehr schön, so wollte ich das sehen. Also für alle YouTube-Schauer, es melden sich gerade alle. Ist ja auch deine Aufgabe, ne? Ja, deine Aufgabe. Ich wollte unbedingt, dass diese Aufgabe gemacht wird und habe deshalb auch extra viele Punkte dafür verteilt, damit Sie sich eben genau mit dem Geheimnisprinzip auch mal beschäftigen und da extrinsisch motiviert werden und dann hinterher hoffentlich erkennen, dass das sinnvoll war. Gut, was sollte getan werden? Naja, als wir uns die Aufgabe ausgedacht haben, war es gerade heiß und wir hatten keine kalten Getränke. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, so ein Kaltgetränkeautomat, den bräuchte man doch eigentlich mal. Und wir haben Ihnen eine kleine Beschreibung dazu mitgeliefert, wie denn der Beginn einer Implementierung eines Kaltgetränkeautomats aussehen könnte. Und in dieser Beschreibung geht es erstmal nur darum, dass der Getränkeautomat entweder an oder aus sein kann. Offensichtlich muss es noch weitergehen, weil nur mit an und aus habe ich noch keine kalten Getränke, insbesondere wenn er aus ist. Auf jeden Fall war das mal so der Beginn. Und dazu haben wir Ihnen noch eine Implementierung mitgeliefert, wie man sowas denn anfangen könnte zu implementieren. Das war diese hier. Und dann waren 3 Fragen dazu gestellt. Die erste war, wo wird denn das Geheimnisprinzip verletzt? Was sollte denn eigentlich verborgen werden? Und die letzte Frage war dann, ja, machen Sie es doch gerade mal besser. Ich gehe da jetzt mal schneller drüber. Erster Hinweis, das da oben ist nicht die Antwort auf, dort wird das Geheimnisprinzip verletzt. Also ja, das ist public, aber das ist kein Problem, denn das sind einfach Konstanten. Die könnte man hier auch privat machen, ja, aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das wirkliche Problem hier sind die Getter und Setter, und zwar deshalb, weil wir gesagt haben, Entwurfsentscheidung ist, der Automat kann entweder an oder aus sein und nicht wir setzen mit Integer irgendwelche Zustände. Das heißt also, wir haben hier in dieser Implementierung eben genau diese Entwurfsentscheidung nicht verborgen. Das heißt, wir sind, wenn wir diese Implementierung benutzen, immer daran gebunden, dass der Status über Integer modelliert wird. Deshalb sollte man das korrigieren. Und ich habe Ihnen hier eine Lösung mitgebracht. Wie gesagt, man kann hier oben die Statuskonstanten auch privat machen, weil die braucht man dann irgendwie von außen nicht mehr. Kann man aber auch public lassen, das verrät nichts über die interne Implementierung. Und was man dann tun kann, um der Beschreibung zu entsprechen, ist einfach mache an und mache aus Methoden anzubieten, die eben den Automat anmachen, ausmachen.
und eine boolsche Methode, die eben verrät, wie denn der Zustand ist des Automaten. Und dann müssen Sie nur geringfügige Anpassungen in Ihren Methoden machen. Und wie Sie hoffentlich sehen und erkennen, ist es jetzt völlig egal, wie Sie den Zustand intern modellieren. Ob Sie jetzt statt Integer plötzlich ein booleches Attribut benutzen oder ob Sie noch besser eine Aufzählung benutzen, ist völlig egal, weil Sie haben nach außen hin nur noch diese Methoden sichtbar und das funktioniert für jedwede interne Implementierung. Und jetzt bin ich genau auf den Punkt fertig. Gibt es noch eine Frage? Für eine hätten wir noch Zeit. Da kommt eine. Okay, Ihr Kommilitone sagt, man könnte doch einfach auch eine Methode machen, die den Zustand einfach nur ändert. Ich weiß nicht, was Sie da gesagt haben. Das ist, glaube ich, auch okay. Ist, finde ich persönlich, nicht so die richtig schöne Variante. Insbesondere, wenn man dann mal drüber nachdenkt, man möchte das vielleicht mal noch erweitern, man möchte noch einen dritten Zustand haben, dann möchte man das so nicht haben. Aber ja, das löst das Problem auch. Gut, dann sind wir durch. Ah, nee, doch noch eine Frage. Sie müssen sich auch kurz gedulden. Genau, wenn Sie den Zustand per Enum setzen und zurückgeben, dann verletzen Sie das Geheimnisprinzip ja eigentlich auch. Dann sagen, sind Sie ja halt auch darauf festgelegt, dass Sie das immer mit einem Enum machen wollen, müssen. Deshalb haben wir das so nicht gelöst. Genau, gut, dann sind wir durch. Wunderbar. Schönes Wochenende.